Hallo. Meine Tochter hat mich gerade angerufen. Die liegt im Krankenhaus hier im. Die hat einen Fahrradunfall. Ja, wie heißt die? Romy Geiger. Ah ja, die liegt gerade bei uns im Schockraum. Die ist eben eingeliefert worden. Ich bringe sie mal schnell hin. Folgen Sie mir einfach. Romy hatte mich angerufen, damit ich ins Krankenhaus komme, weil sie einen Fahrradunfall hatte und Alkohol getrunken hatte. Sie hatte Angst, dass ihr Vater, naja, sauer auf sie ist. Das Besondere an der Situation, ich bin Romys leibliche Mutter und Sven und Judith sind ihre Adoptiveltern, bei denen sie auch aufgewachsen ist. Romy, ah, danke schön. Was ist denn hier los? Wie geht's dir? Komm, machen wir noch einen kleinen Pflaster. Entschuldigung, wer sind Sie? Ich bin die Mutter. Moment mal, nein. Also, das ist nicht so ganz richtig. Also, ich mit meiner Frau sind die Adoptiveltern, ja. von der Romy. Also insofern. Ja, ich bin die leibliche Mutter. Ich bin die leibliche Mutter, aber Romy ist bei den Adoptiveltern groß geworden. Sie hat sich erst vor 3 Monaten bei mir gemeldet. Wir kennen uns erst 3 Monate sozusagen. Okay. Ich war 15, als ich Romy bekommen habe. Und naja, meine Eltern haben mich dazu gedrängt, sie zur Adoption freizugeben, weil sie ziemlich religiös sind und nicht wollten, dass ich abtreibe. Andererseits wollten sie aber auch nicht, dass ich mit 15 schon ein Kind habe. Romy hat sich dann vor 3 Monaten bei mir gemeldet und es war der schönste Tag meines Lebens. Sag mal, sie soll bei dir übernachten und dann ist sie mitten in der Nacht unterwegs, fährt mit dem Fahrrad, ist noch angetrunken. Wieso bei mir übernachten? Wenn sie bei dir übernachtet, dann hast du die Verantwortung. Ich weiß überhaupt nichts davon, dass sie bei mir übernachten sollte. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass Romy bei mir übernachten wollte. Warum hat sie Sven angelogen? Ich meine, sie hat mir von mehreren Streits mit ihm erzählt und ich frag mich halt, ob sie jetzt von zu Hause abhauen wollte, weil einer dieser Streits eskaliert ist. Mein Bauch tut so weh. Wo? Hier. Oh, lass mich mal schauen. Oh. Und das erste Mal vorher hatten sie das nicht. Oh, was sind das für die Hämatome, Blutergüsse? Die sehen aber auch ein bisschen komisch aus, aber ich drücke jetzt erstmal. Moment. Das ist schmerzhaft. Oh, ja. Und wie war das? Sie sind mit dem. Mit dem Fahrrad gestürzt, über den Lenker gestürzt. Ja. Oh, wir machen einen Ultraschall. Die Patientin klagte dann plötzlich über linksseitige Oberbauchschmerzen. Und gerade nach einem Fahrradsturz ist das natürlich für den Mediziner sozusagen ein Alarmzeichen, weil es in solchen Fällen immer wieder zu Milzrupturen führen kann, die dann zu lebensbedrohlichen Blutungen führen. Wir haben eine Blutabnahme gemacht, ne? Ja. Okay. Also ich kann zumindest erst einmal Entwarnung geben. Die Milz ist nicht gerissen, ist keine Einblutung. Was aber ein bisschen auffällig ist, ist, dass die Milz relativ groß ist. Das kann natürlich auch Beschwerden geben. Und jetzt ist meine Frage, also es sind schon auch viele relativ alte Hämatome, ne, die ich da finde. Also das ist, die können jetzt nicht alle von dem Sturz herkommen. Was sind aber das? Kleine Einblutungen oben im Bereich? Das ist doch seltsam mit den Hämatomen. Also ich weiß auf jeden Fall, Romy hatte mir erzählt, dass zu Hause sehr viel Streit ist. Und gerade in letzter Zeit hat es sich gehäuft. Und vielleicht ist er ja handgreiflich geworden. Du willst behaupten, dass ich handgreiflich ja, geworden bin? Sie hat mir erzählt, dass du sie sogar eingesperrt hast. Du willst mich und uns doch nur schlecht machen, damit du bessere Karten hast bei Romy. In der Folgezeit kam es zu einer heftigen Diskussion des Adoptivvaters und der leiblichen Mutter hinsichtlich möglicher häuslicher Gewalt. Und da muss man natürlich auch als Mediziner sagen, dass man diese jetzt aufgrund der körperlichen Untersuchungen wirklich nicht ausschließen kann. Du willst uns einfach wegnehmen. Nein, das stimmt. Natürlich, früher hast du dich überhaupt nicht drum gekümmert, hast das Baby weggegeben. Wir waren die Adoptiveltern und sind die Adoptiveltern. Und jetzt plötzlich machst du uns einfach schlecht und ich finde das ganz furchtbar. Wahr. Ich bin ja froh, dass ihr sie großgezogen habt. Ja, ich bin einfach dankbar, dass ihr durch. Ich will sie euch gar nicht wegnehmen oder euch von ihr entfremden. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Das hatte sie dabei. Das, um zu dir zu gehen. Eigentlich, um zu dir zu ziehen. Das alles hatte sie dabei. Was, du wolltest zu mir ziehen? Das wusste ich ja gar nicht. Ja, ich halte es einfach nicht mehr daheim aus. Kann nicht mehr. Was ist denn da so schlimm? Dein ständiger Kontrollzwang, den kann ich nicht mehr ab. Wirklich. Sag mal, Romy, wie schlimm ist das denn? Ist der handgreiflich geworden bei dir? Nein, natürlich nicht. Ja. Hallo.
Ja. Sorry für die Hallo. Störung, ich habe einmal die Blutergebnisse. Ah, ja. Ah, dann kannst du mir geben. Ja, klasse, super. Ah, dann können wir jetzt mal hier kurz einen Cut machen. Blutergebnisse sind da. Okay, als Mediziner kommt man natürlich häufig in die Situation, schlechte Nachrichten zu überbringen. Das war leider jetzt auch in diesem Fall so, dass nach Sichtung der Blutwerte ich der Familie eben eine sehr schlechte Botschaft überbringen musste. Und zwar geht es dabei um die weißen Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen sind massiv erhöht. Auf der einen Seite kann das immer eine Infektion sein, was aber dann in der Regel so eine moderate Erhöhung darstellt. Und jetzt kann man vielleicht auch sagen, dass so dieser gesamte Kontext mit der Symptomatik da vielleicht auch eine Erklärung für gibt. Und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Tochter vermutlich an Leukämie erkrankt ist. Was? Nein. Ich will sterben. Jetzt einfach. Ich werde sterben? Eine Minute, lassen Sie mich noch weiter ausführen. Es gibt mittlerweile verschiedene Formen. Wir müssen noch weitere Untersuchungen machen und schauen. Aber es ist alles nicht mehr so wie früher. Wir haben also heute viel bessere Behandlungsmöglichkeiten und müssen jetzt allerdings noch eine weitere, also am ersten als Bestes noch einen Knochenmarksausstrich, also eine Knochenmarksbiopsie machen, um sehen zu können. Es gibt 4 verschiedene Formen der Leukämie, in welche Form sie fällt. Haben Sie denn hatten Sie besonders viele Infekte in der letzten Zeit? Oder sind Sie infektanfällig im Allgemeinen? Nein, eigentlich gar nicht. Okay, also das sind schon mal gute Zeichen. Es gibt so die grobe Einteilung in die akute und in die chronische Leukämie. Und bei der akuten Leukämie sind halt eben die Infektanfälligkeiten gerade im Vordergrund, was bei der chronischen Form nicht der Fall ist. Und da muss man wieder sagen, dass jetzt in dieser Konstellation die chronische Leukämie deutlich besser behandelbar ist. Und das sieht jetzt alles erstmal so aus. Papa, ich will doch nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Wir werden alles tun, dass... Was sollen wir denn jetzt machen? Melanie, kannst du uns einen Moment alleine lassen, bitte? Romy, wir schaffen das. Mach dir keine Sorgen, ja? Dieser Moment war einfach schrecklich für mich. Ich hatte Romy doch gerade erst kennengelernt und jetzt sollte sie mir wieder weggenommen werden. Sie ist doch erst 16 und es kann einfach nicht sein, dass sie Krebs hat. Das wird schon. Glaub an dich. Aber wir müssen erst noch mal Mama Bescheid sagen. Sie ist noch auf Geschäftsreise. Mhm. Ich hab einfach so Angst. So. Du musst keine Angst haben. Wir machen das schon. Wir schaffen das schon. Ja. Mach dir einfach keine Sorgen, glaub an dich. Frau Graf, ich wollte Sie jetzt gerade nicht in der Situation alleine lassen. Ist es okay, wenn ich mich noch eine Minute hinsetze? Ja. Wenn Sie irgendwie ein Glas Wasser oder einen Kaffee möchten, dann sagen Sie nur Bescheid. Kriegen Sie, was Sie brauchen. Ist natürlich eine harte Diagnose, die mir auch sehr leid tut. Ja, ich meine, ich bin Romys leibliche Mutter und jetzt habe ich noch nicht mal die Chance, ihr beizustehen. Ja, sie wurde ja adoptiert. Und ich musste sie damals zur Adoption freigeben. Das ist sie. Ach ja. Jetzt habe ich die ganzen Jahre bei mir. Mhm. Meine Eltern wollten einfach nicht, dass ich abtreibe, aber auch nicht, dass ich als Teenager jetzt ein Kind schon habe. Dann blieb mir halt einfach eine sehr schwierige Situation, ja. Sie hat vor 3 Monaten hat sie mich plötzlich angerufen. Ich war so überglücklich, dass sie sich bei mir einfach gemeldet hat. Und jetzt, ich weiß nicht, jetzt soll sie mir halt schon wieder weggenommen werden. Die Wissenschaft, die Medizin ist deutlich fortgeschrittener, als man vielleicht mit der Leukämie in Verbindung setzt. Ne? Es gibt viel bessere Möglichkeiten, als man ahnt. Und auf jeden Fall nicht erstmal die Flinte in Korn werfen. Ja. Wir tun unser Bestes. Ja. Sollten Sie irgendwas haben wollen, die Kollegin ist da drüben, ich muss mal los. Gut? Okay. Danke nochmal. Es war auch total schrecklich für mich, dass ich jetzt noch nicht mal bei Romy sein konnte und mit ihr in einem Raum bleiben konnte und ihr sozusagen als Mutter beistehen konnte. Ich war dem Pfleger wirklich dankbar für seine aufbauenden Worte und er hat total recht. Ich muss jetzt stark sein für Romy und ihr all meine Kraft geben. Nachdem bei der Schülerin Knochenmark zur Bestimmung der Blutkrebsart entnommen wurde, müssen sie und ihre Eltern 2 quälend lange Tage auf die Ergebnisse warten. Im schlimmsten Fall wird der Arzt Ihnen gleich mitteilen, dass Romy nicht mehr lange zu leben hat.
eigentlich kann ich Ihnen eine schöne, eine freudige Nachricht überbringen. Ich weiß, dass das natürlich jetzt nicht so der richtige, das richtige Treffen dafür ist, aber letztendlich muss ich sagen, es hat sich natürlich bestätigt, dass es sich um eine Leukämie handelt. Ich hatte Ihnen ja aber auch schon gesagt, dass es verschiedene Formen der Leukämie gibt. Und letztendlich muss man sagen, dass es also sozusagen wirklich der glücklichste Fall der Situation eben ist. Und zwar ist die Diagnose eine chronisch-myeloische Leukämie, das heißt also eine chronische Form. Und gerade die chronischen Formen, da haben sich halt eben seit 20 Jahren wirklich bahnbrechende Veränderungen vorgetan, sodass sowohl medikamentös, also es gibt so Tyrosin-Kinase-Hämmer, das sind bestimmte Medikamente, die eben die Leukämie dämpfen und damit eben wieder eigentlich ein ganz normales Leben führen können, zumindest für die Dauer, dass sich bis dahin hoffentlich dann eben auch ein Spender findet. Und da kann man natürlich jetzt mal auf die Angehörigen, auf sie eben dann bauen. Und da bitte ich dann halt, oder letztendlich ist das Ihre Entscheidung, dass Sie sich dann testen lassen und möglicherweise dann vielleicht sogar einer von Ihnen dann einen Spender darstellen kann. Und damit wäre natürlich dann sogar eine Heilung möglich. Also von der Seite. Nein, also von daher, den Zahn kann ich Ihnen ziehen. Sterben müssen Sie nicht. Für mich war das einfach so eine Erleichterung, als der Arzt reinkam und erklärt hat, dass es nicht diese schwere Form von Leukämie ist, sondern die chronische, die auch abheilen kann. Das war für mich ja einfach die größte Erleichterung in dem Moment. Jetzt muss ich natürlich auch, ich weiß nicht, inwieweit Sie da vielleicht immer noch so ein bisschen im Kampf liegen, muss ich natürlich auch noch was zu den Hämatomen, also zu den Blutergüssen sagen. Und das passt natürlich auch, das war ja auch von mir so ein Verdacht. Passt das natürlich alles auch in das Beschwerdebild, dass eben so Spontanblutungen entstehen. Sagen wir, ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, dass also so die häusliche Gewalt jetzt aus der Sicht, ich da auch ganz klar sagen kann, wäre jetzt aus der Sicht auch kein Thema. Ich wollte wirklich noch mal sagen, ich glaube dir, dass du da nichts mit zu tun hattest mit den Hämatomen. Du bist ein strenger, aber ein guter Vater. Ihr seid für sie da gewesen die ganzen Jahre. Ich bin euch total dankbar. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir die Chance gebt, dass ich Judith auch mal kennenlerne. Ich habe euch ja alle lieb. Das müsst ihr immer wissen. Und ich wollte dich nicht verärgern, Papa. Wirklich nicht. Vielleicht kann man sogar noch sagen, dass das so ein bisschen auch wieder Glück im Unglück, dass gerade die Tochter und die leibliche Mutter vor kurzer Zeit wieder zusammengefunden haben, da bei der Knochenmarkstransplantation natürlich vor allem die Familie, die Angehörigen im engen Kreis stehen und da die Mutter vielleicht sogar, sollte sie wirklich als Donator, als Spender in Frage kommen, natürlich dann eine herausragende Rolle spielen. Melanie ließ sich umgehend testen. Wie sich herausstellte, kam sie als Knochenmarkspenderin in Frage. 16 Jahre, nachdem sie Romy zur Adoption freigegeben hat, konnte sie nun dazu beitragen, dass ihre Tochter vom Krebs geheilt wurde. Romy, ihre Adoptiveltern und Melanie verbindet inzwischen eine tiefe Freundschaft.